Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Donkey Kong Country Returns. Es geht in den zweiten Bosskampf, Kneifende Korsaren 2-B. Und damit haben wir eigentlich dann die zweite Welt auch schon abgeschlossen. Aber auch das 2K-Level, das ist natürlich heute ein großes Ziel. Vor allem bei den 2K-Leveln, da rechne ich sowieso immer ein bisschen mehr Zeit ein. Wobei, das erste K-Level, das ist ja eigentlich noch ganz gut vorangegangen. Mal schauen, wie es heute sein wird. Vor allem, da die K-Leveln ja auch immer in Schwierigkeit dazugewinnen. Okay, ich wollte gerade nach Puzzleteilen suchen, Alter, bin ich blöd eigentlich. Ey, in dem Bosskampf, genau da gibt es ja Puzzleteile mittlerweile. Ne, gibt's natürlich nicht. Ja, und was soll ich zu dem Boss hier sagen? Wir schauen es uns einfach mal an. Ja, es sind tatsächlich diese drei Krabben hier. Und Leute, der Bosskampf ist halt wirklich absolut lame. Also, die haben ein sehr einfaches Prinzip, muss man sagen. Man muss sie einfach genau wie die normalen Krabben einfach anspringen und dann irgendwie umstoßen. Hä? Ach so, stimmt ja, wie die normalen Krabben, sag ich ja. Genau, eins, zwei und zack. Und ich glaube, das muss man irgendwie ein paar Mal machen. Also, der Gegner selbst ist halt... Okay, außer er macht sowas, dann ist natürlich mies. Zack. Umstoßen und nochmal. Wichtig wäre mir halt nur, Diddy nicht zu verlieren. Was willst du eigentlich von mir, Alter? So, jetzt geh sterben, Gott sei Dank. Achso, ne, warte mal, Blödsinn, kommt jetzt hier irgendwas anderes? Stimmt, jetzt sind die ja zu dritt. Konnte ich die da auch? Ne, da konnte ich hier, glaube ich, am Kopf gar nicht anspringen. Ich muss kurz mal probieren. Vor allem, weil sie sich gar nicht anspringen lassen. Scheiße, Diddy ist auch weg. Achso, nee, Blödsinn, ich muss die doch rammen, oder? Ja, stimmt, rammen war die Lösung. Ja gut, aber Diddy nützt das leider auch nichts mehr. Weil dafür ist es leider jetzt zu spät. Okay, jetzt kommt die nächste Phase. Nee, aber ansonsten sind die halt wirklich, ich glaube, das machen die die ganze Zeit nur, also die lernen gar nichts Neues dazu. Der Blaue ist ein bisschen mieser, weil er schneller ist, aber auch nicht wirklich die Rede wert. Herzteil habe ich noch gar keins gesehen. Vor allem hier diese erste Phase. Also wenn die jetzt so einfach nur einzeln herumlaufen. So, hebt eure Pfötchen bitte. Und 1, 2, 3. That's it? Sieht so aus. Ja. Also irgendwie schon sad, dass ich gegen die aber auch Diddy verloren habe. So, und jetzt... Ordentlich Skill beweisen, aufgepasst. Hui! So! Meine Katze hat sich gerade erschrocken neben mir. Ah, sorry dafür. Aber da muss man abgehen. 20 Treffer. Wenigstens 20. Ich wollte eigentlich mehr haben als beim ersten, da waren es nämlich auch 20. Okay, jetzt wacht meine Katze gerade auf. Das heißt, man könnte jetzt Miauz ein bisschen hören. Nicht wahr? Hm? So, Welt Nummer 3, die Ruinen. Interessiert uns jetzt noch nicht. 2K ist das, was gerade zählt. Trümmertempel. Vor allem jetzt starte ich da auch noch ohne Diddy rein. Das heißt, jetzt muss wirklich alles passen. Weil sonst habe ich immer Diddy bei meiner Seite, damit ich immer ist gut gesagt. Beim ersten zumindest. Jetzt beim zweiten jetzt nicht halt. Aber mit Diddy kann man wenigstens noch ein bisschen was schon erkunden, ne? Oh Gott, und wenn ich schon Lava sehe, dann kommt mir gleich direkt das Übel. Sind es wieder 5 Puzzleteile? Ja, so ist es. Ich glaube, das ist mein K-Level aber immer so. 5. Und dafür hat keine K-Buchstaben mehr. Ach, und das versinkt sogar in der Lava, ist er lieb. Ja, ist er lieb. Nein, Katze, bitte jetzt nicht die Läufer im Bildschirm. Hilfe! Okay, passt. Ich muss irgendwie was sehen auch. Ja, scheiße. Und ich bin schon baden gegangen. Ja, das Problem mit Diddy hat sich übrigens auch erledigt, denn Diddy kriegt man hier gleich direkt am Anfang.
Ja, wenn das so ist. Scheinbar dachten sich die Entwickler zu dem Zeitpunkt, okay, nee, das Skull-Level können wir nicht bringen, das ist zu krass. Hier ist wieder nur eine Banane drin. Ja, genau, wie schnell geht denn das auch runter? Was ist denn da bitte im Spiel gewesen? Da, wo es beim letzten Mal aufgehört hat, fängt es auch hier wieder an. Zu schnell, zu rasant und dann passiert sowas. Deswegen, Markus, chillen bitte. Ganz, ganz wichtig, chillen. Hier nehme ich mir jetzt kurz mal so ein Ding mit, so eine schöne Münze. Okay, und hier ist das erste Puzzleteil. Die Bananenmünze da unten, keine Ahnung, wer die will. Wer die will, hat ein bisschen den Bezug zur Realität verloren. Ich bin wieder im, ja. Das nächste Lavabad. Also mittlerweile müsste die Haut von DK ein bisschen verkrustet sein. Nach dem mittlerweile dritten oder vierten Lavabad. Werden aber noch ein paar mehr werden. Vor allem, das war jetzt das erste Teil, Leute. Das erste. Ich bedenke, wie lang dieses Level dann noch sein wird. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin aber noch da am Leben. Passt. Gut, den Treffer nehme ich hin. Wieder nur Bananen. Bananen, Alter, warum? Hier jetzt aber, komm. Gönn doch bitte einfach mal. Danke, endlich mein Puzzleteil. In so einem Teil da drin. Nein, Didi. Was hier jetzt? Hallo? Achso, da kommt jetzt später noch was runter. Also ohne Titi schwindet gerade mein Glauben. Da unten ist ein Teil? Willst du mich verarschen? Wie denn? Zurück, 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 zurück. Nein, hoch da. Nein, nie. Oh. Ich hatte keine Ahnung, wohin. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wohin gerade. Ich war gerade einfach los. Gut, Titi halten. Ganz wichtig. Ja, bei dem Level hat man sich eindeutig was einfallen lassen. Das kann man nicht leugnen. Jetzt ist Titi jetzt schon weg. Die Knochengegner habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Auch wenn sie ganz normal ausschauen, aber... Die brauchen, glaube ich, zwei Treffer, habe ich jetzt gerade das richtig gesehen. Mit einem gehen die gar nicht down. Gut, dann nochmal ein Try mit DK alleine. Aber das eine Puzzleteil, das wird mir... Ach so, stimmt ja. Erst beim zweiten. Oh mein Gott. Okay, das war gerade ein bisschen ungewollt, aber geil auch. Okay, ich weiß, was die da wollen. Genau. Mit der Rolle darunter. Was jetzt da oben? Da war ja auch irgendwas. Da ist sicher das vierte jetzt, oder? Alter, ihr seid solche Ärsche. Ich muss da weg, ich muss da weg, ich muss da weg. Was? Der Kameraswitch. Da hat der Controller gerade nicht reagiert. Hundertprozentig. Tatsächlich. Man muss auf die zweimal springen. Ich wollte gerade auf den Diddy fast landen und bin gerade versehentlich auf dem nochmal gelandet. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, wenn ich darüber nachdenke, weil, genau, jetzt bei der einen Sache, die hier jetzt kommt, die hier. Wenn ich das nämlich nicht berühre, geht das gar nicht runter. Und vor allem, ich kann Heels gut wieder die Bananenmünze mir holen. Oh lol. Okay, das geht aber jetzt schon runter. Ist das so gewollt oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich bin oben. Ha, wo war die Stelle jetzt? War das jetzt hier, oder? Irgendwo hier kommt jetzt die Stelle, wo zuerst die Stacheln. Ja, genau. Und jetzt da hoch. Ich frage mich echt, wie ich das vorher mit Titi geschafft habe, so weit zu kommen. Wenn da unten... Das da unten, das wäre wirklich so asozial für einen K-Buchstaben. So, ich gehe jetzt einfach da weiter. Ich sag's ja, dieser Kameraswitch, der hat alles ruiniert. Der hat wirklich alles ruiniert. Letztes Puzzleteil? Ja, tatsächlich. Schnell! Da war der Zehennagel von ihm war schon in der Lava.
Das hat wahrscheinlich auch weh getan, aber juckt nicht. Weiter, 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 weiter. Da war schon das letzte Teil. Das Ziel muss hier in irgendwo in greifbarer Nähe sein. Chill! Chill! Lauf, Decay! Bin ich da? Ich glaube, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oder ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin verdammt nochmal da. Wie lange geht die Aufnahme? 10 Minuten gerade mal. Alter! Ich rechne mir immer Bosskampf plus Car-Level gerade 20 Minuten ein. Okay, aber ich bin wieder mal doppelt so schnell gewesen. Beim letzten Mal waren es 11 Minuten in der ersten Welt. Hätte ich beim Car-Level schon ein paar mehr Versuche gebraucht. Okay, passt. Aber das heißt, wir haben das wenigstens schon mal abgeschlossen. Gott sei Dank. Ja, Leute, der Part ist natürlich jetzt nicht einfach vorbei, sondern wir gehen weiter in die nächste Welt. Da zähle ich auch wieder 7 Level, glaube ich, gerade, oder? Geil. Das heißt, wir können unser System weiter fortsetzen. Wackeliger Wasserweg. Ne, das heißt nämlich, dass danach nach dem Level noch 6 übrig sind. Und das heißt, in 3 Parts haben wir den nächsten Bosskampf. Wenn ich den 3-Level-Schnitt einhalte. So, und ich glaube, jeder hat jetzt schon links gesehen, dass da was ist. Vor allem, wie das da hinzoomt. Also Leute, sowas ist wirklich zu einfach. Und das machen die halt wirklich sehr oft. Die verstecken so oft am Anfang irgend so einen Scheiß. So, neue Gegnerart. So eine Art Pfau, der beim einmaligen Treffer gleich direkt sein Fell verliert. Ist mir gerade ein bisschen wieder zu schnell. Warte, wie viele Teile sind es denn diesmal? Diesmal sind 7 sogar. 7 und alle Kong-Buchstaben. Na dann bin ich Dammit. Die müssen kurz mal respawnen, wenn es geht. Scheiße. Bitte sagt, die respawnen überhaupt. Die respawnen nicht. Yay. Ja, ist eh egal. Ich kann mich töten. Weil ich brauche die ja. Ich brauche den K-Buchstaben. Ist euch übrigens schon aufgefallen, beim Deathscreen sieht man ja immer so auch so von diesen Tiki-Figuren eine. Das ist dann immer der Bossgegner von der jeweiligen Welt. Ein interessanter Fakt mal nebenbei. Zack, zack. Passt, K habe ich. Boah, bei der Ruinenwelt. Also da fängt es bei mir jetzt wirklich schon an zu hadern. Wo ich keinen Plan habe, wie irgendwas ist. Also in Richtung Verstecke und so weiter. Ich meine, ein paar Elemente kennen wir noch von der ersten Welt. Die hier zum Beispiel. Ah, und Kerzen. Hat tatsächlich was damit zu tun, diese Kerzen. Ein Puzzleteil. Das zweite. Erster K-Buchstabe haben wir auch schon. Ich darf gespannt sein. Ich glaube, da oben wird sich schon irgendwie das nächste verstecken. Oh Mann, diese Feuergegner. Ich glaube, da links wird auch irgendwas sein. Tatsächlich ein Bonus. Ich durchschaue euch Entwickler mittlerweile. Ich habe Yoshi-Erfahrung. Ganz, ganz wichtig, Yoshi-Erfahrung. Denn auch die Yoshi-Spiele sind von den Verstecken sehr asozial, muss man sagen. An der Stelle, mein erstes Yoshi-Spiel war das für ein DS. Also Yoshi's Island DS. Ich jetzt 2000er Jahrgang natürlich, 2005 war das, glaube ich. War mein 5. DS-Spiel oder sowas. Und da bin ich echt verzweifelt. Aber ja, trotzdem, Yoshi-Spiele haben immer Spaß gemacht. Da lege ich mich fest. Auch wenn es noch so schwierig war. Vor allem die Special-Level, die waren ja im DS-Teil richtig heftig. Ich glaube, da bin ich nicht einmal verzweifelt. Oder teilweise auf Unverständnis, weil ich nicht wusste, wie das ein oder andere geht. Und hier ist Nummer 4. Allgemein, Yoshi-Games sollte ich auch mal wieder Let's Playen. Ich habe das Einzige, was ich bis jetzt gespielt habe, war Crafted World und das auch nicht wirklich erfolgreich, weil mich das Spiel nicht wirklich vom Hocker gehauen hat. Und ich wollte schon fragen, wie soll ich das Teil kriegen, aber da gab es keine Möglichkeit außer runterfallen. Vielleicht sollte ich mal wieder ein Yoshi-Game Let's Playen, zum Beispiel Woolly World und sowas.
Das wäre schon, glaube ich, eine ganz geile Geschichte. Wobei es zu Woolly World auch eine geile Geschichte gibt. Bei mir, ich hab's mal versucht zu Let's Playen, hab's aber irgendwann mal abgebrochen. Gründe, ja, müsst ihr meinem vergangenen Ich fragen. Und dieses N ist absolut unnötig und scheiße. Zum Glück hätte ich einen Checkpoint. Jetzt bin ich angerufen auch noch. Ey, es regt mich gerade alles auf heute. Warum? Normalerweise ist mein Handy auf lautlos, was soll das eigentlich? Aber immer bei den Aufnahmen habe ich es irgendwie doch auf laut oder auf vibrieren zumindest. Ach, die Alter, mit denen. Kann dieses scheiß Leuten bitte jetzt endlich aufhören? Danke. Ich brauche nämlich hier gerade meine komplette Konzentration. Vor allem, wer ruft mich um die Zeit, wo ich gerade aufnehme, eigentlich an? Kann eigentlich fast nur die Arbeit sein. Das heißt, es ist gut, dass ich gerade aufnehme und das einfach mal überhört habe. Boah, ich hoffe, dass keiner von denen dieses Video sehen wird, oder diese Stelle zumindest. Da oben ist auch schon wieder irgendwas. Alter, wie soll ich da hochkommen? Hey, das geht doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, dass da oben... Oh, no. Gut, Bananen gibt's hier. Nein, das schließt sich sogar auch noch. Okay, mit dem Vieh muss das klappen. Okay, mit dem Vieh und Diddy Kong. Ich nenne es nach wie vor noch immer Pfau. Jetzt ist es ein nackter Pfau. Ja, und das nächste Versteck. Aber dieses Mal kein Teil, sondern nur Bananenmünzen, von denen wir mittlerweile schon fast 300 haben, ey. Die sollten wir mittlerweile alle mal ausgeben. Vielleicht so 10-mal Skoxos einkaufen. Für alle Fälle, man weiß ja nicht. Man kann ja immer alles brauchen. Ich glaube da... Oh no, oh no. Ich bin mir sicher, dass die vier hier nicht ohne Grund sind. Diese Tickies. Das hat einen Grund, oder? Oder hat das wirklich nur einen Ballon? Das ist jetzt eine Verarsche oder ist es nur ein Ballon, oder? Ja, tatsächlich. Und da ist schon das Ziel? Hey, warte, ich hab doch erst 5 oder so. 6. Okay, bitte sag, hier ist irgendwo was. Bitte sag mir, hier ist irgendwo was. Nein. Hier unten muss das letzte Teil sein. Komm, 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 komm. Nein. 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 Da rechts ist noch irgendwas. Oh ja, tatsächlich. An der Stelle ist, schaut da oben rechts mal. Kleines Easter Egg. Ein Donkey Kong mit der Wii-Fernbedienung. Also so ein Retro-Donkey Kong. Gut, ich kann alle meine Enttäuschungen begraben. Das letzte Puzzleteil war nach dem Ziel. So, dann genießen wir nochmal den Blick auf diesen Retro-Donkey Kong. Und jetzt hauen wir diesen Fass ein Loch in den Kopf! Bei jedem Fass, immer gehe ich ab, oder? Jetzt würde mich jetzt schon interessieren, wer mich da angerufen hat. Ich weiß, euch wird es nicht interessieren, aber mich gerade. So, Knopfknüppeler. Achso, Blödsinn, warte mal. Ich war gerade im Kopf irgendwie so am Anfang eines Partes. Ey, aber ich könnte wirklich noch eins machen. Ey, der Part ist jetzt noch gar nicht so lange. Knopfknüppeler. Ich hätte aber eher Angst, dass da irgendwas jetzt schief geht, deswegen. Sollen wir sagen, dass der Part kürzer ist? Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt, weil der letzte war eh ein bisschen länger wegen dem ganzen Fail. Deswegen, ja. Ich würde sagen, wir beenden ihn. Also Leute, danke fürs Zusehen. Ist heute mal ein kürzerer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.